sehr verehrten Damen und Herren, lieber Rolf Isaksson, meine sehr verehrte Frau Stahl-Klimt, lieber Luigi Toscano, lieber Ralf Oehme, liebe Stadträtinnen, Stadträte, sehr geehrter Herr General, sehr geehrte Vertreterinnen, Vertreter des konsularischen Korps, der Justiz und auch der Polizei. Ich begrüße vor allen Dingen die Auszubildenden der Polizei. Sehr schön, dass Sie dabei sind, vor allen Dingen aber liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger. Wir stehen heute hier voller Ehrfurcht, voller Respekt und voller Achtung. Und ich begrüße Sie genauso hier zur Ausstellungseröffnung anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Gegen das Vergessen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das den Diskurs im öffentlichen Raum sucht, ihn auch aushalten will. Die Auseinandersetzung mit Passantinnen und Passanten im direkten Lebensumfeld ermöglicht und somit ein wichtiger Bestandteil derzeitiger zeitgenössischer Erinnerungskultur ist. Und ich bin sehr froh, lieber Luigi Toscano und liebes Ariowitschhaus, lieber Küff Kaufmann, das habe ich vergessen noch. Ich bin sehr froh, dass wir an dieser Kooperation und an diesem Projekt festgehalten haben. Die politische Situation im Nahen Osten, so wie hier in Deutschland, gebietet insbesondere an dem heutigen Gedenktag eine klare öffentliche Haltung. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf eine Aussage der Schriftstellerin und ehemaligen Journalistin Eva Menasse beziehen, die, wie ich finde, ganz klar differenziert und einer humanistischen Anspruchshaltung ohne Abstriche folgt. Sie sagt, man müsse immer moralisch eindeutig sein, wenn es gegen unschuldige Menschen geht. Und deswegen könne man gegen die Hamas sein, aber auch gegen Teile der derzeitigen israelischen Regierung. Das widerspreche sich überhaupt nicht. Die Kämpfe im Gazastreifen erfüllen mich mit großer Sorge um die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten. Und ich hoffe auf ein Ende des Blutvergießens und auf die Rückkehr des Friedens. Ich glaube an den zivilisatorischen Fortschritt, auch wenn die Realität vom Ideal aktuell weit entfernt ist. Der Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges, für den das heutige Deutschland in der Verantwortung steht, ist das historische Fundament für das Gebot, das jüdische Leben und jüdische Kultur in unserer Stadt zu schützen und gemeinsam jeglicher Menschenfeindlichkeit entschieden und aufrichtig und aufrecht entgegenzutreten. Ich möchte daher betonen, dass wir Antisemitismus, sei er israelkritisch, sei er islamistisch, sei er rechtsextrem, sei er links, weder tolerieren noch akzeptieren. Hier auf dem Hauptbahnhof bekommt die Ausstellung ein ganz besonderes Gewicht. Zwischen 1942 und 1945 wurden annähernd 1000 Menschen Leipziger Herkunft in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Noch dort oder nach Überstellung in den Vernichtungslagern starben 754 Leipzigerinnen und Leipziger, nur 232 überlebten. Allein von den 150 Insassen des letzten Deportationszuges nach Theresienstadt, der am 14. Februar 1945 Leipzig verließ, überlebten lediglich zwei. Seit 2012 erinnert am Gleis 24 eine Gedenkinstallation daran. Schauen wir uns kurz um. Wir stehen zwischen eindrucksvollen, großformatigen Porträts, die unsere Aufmerksamkeit auf Zeitzeugen lenken, die die NS-Verfolgung überlebt haben. Einer von ihnen ist Rolf Isaksson. Er überlebte die Novemberpogrome als Fünfjähriger und überstand das Lager in Theresienstadt. Trotz allem blieb Leipzig ihre Heimat. Heute sind Sie Ehrenvorsitzender der israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig und ich freue mich sehr, dass Sie an diesem heutigen Tag hier unter uns sind. In
Insgesamt 6 Überlebende mit Wurzeln in Leipzig konnten Sie, lieber Luigi Toscano, hier in Leipzig porträtieren. Sicher werden Sie gleich in Ihrer Ansprache von der ein oder anderen Begegnung berichten. 120 Motive sind hier allein auf dem Querbahnsteig zu sehen, weitere 20 auf dem Willy-Brandt-Platz. Ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz, ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken, vor allem Ihnen, Herr Oehmen, und Ihrem Team, das die Präsenz der Ausstellung hier in den Promenaden Hauptbahnhof ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich und es spricht sehr für unsere Stadt, dass Sie das möglich gemacht haben. Wir werden jetzt noch ein kurzes Grußwort von Frau Jutta Stahl-Klimm für das Kultur- und Begegnungszentrum Arjowitsch-Haus hören. Danken, dass wir hier mitarbeiten dürfen. Und bedanken bei den Gemeindemitgliedern, Frau Hillmann und Herrn Isaksson, dass sie mitgemacht haben, sich haben fotografieren lassen. Das ist ganz wunderbar und das wird die Porträts auch ganz toll gelungen. Und diese Ausstellung halte ich für so wichtig, weil sie etwas vereinbart, was wir sonst so vielleicht ein bisschen vergessen. Es sind die Gs, es sind die Gesichter. Und in diesen Gesichtern sind die Geschichten. Und von diesen Geschichten kommen wir zur Geschichte. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen diese Geschichten erzählen, wir wollen die Geschichte nicht vergessen, sondern lebendig machen, um sie zu nutzen für uns heute und der Gesellschaft. Für alle, die uns im Haus besuchen, die Fortbildung besuchen, die sich interessieren, die Fragen haben, die neugierig sind, und von diesen Erfahrungen leben wollen und sie auf das Heute beziehen können und wollen. Deswegen nochmal ein ganz besonderer Dank an Sie, Frau Hillmann und Herr Jakobsen, dass Sie sich zur Verfügung stellen, dass Sie bereit sind zu erzählen, dass Sie bereit sind, sich zu zeigen und Ihre Gesichter zu zeigen. Ganz, ganz wichtig ist mir nämlich aufgefallen, eine meiner Töchter kam gestern mit einer Freundin mir an am Bahnhof und fragte mich zu Hause, boah, da sind ja ganz viele Bilder, was ist das denn Spannendes? Und die Freundin fragte dann, ja, kann ich das mal fragen, was ist denn eigentlich genau Holocaust und was sind das für Bilder und kannst du mir das erzählen? Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es genau das auslöst, diese wunderbare Idee von Luigi, das, was wir uns wünschen, das Fragen stellen, das darüber sprechen, das sich interessieren. Und deshalb nochmal einen herzlichen Dank auch an die Stadt, die das möglich gemacht hat, an den Bahnhof. Ich finde, der Bahnhof ist genau der Ort, an dem wir so etwas haben wollen. Hier gehen so viele Menschen durch, tagtäglich. Sie blicken auch in viele Gesichter und jetzt blicken sie umso mehr in Gesichter. Es macht mich natürlich traurig auch, dass leider schon Vorfälle da waren, dass Bilder beschädigt wurden, dass ich gehört habe von Menschen, die auf die Bilder gespuckt haben. Aber das gibt uns auch Gelegenheit, dort einzuhaken und zu sagen, warum macht ihr das? Lasst uns drüber sprechen. Deswegen das Arjowitsch-Haus hat beschlossen, an jedem Dienstag und Donnerstag für eine Stunde hier am Bahnhof präsent zu sein, Auskünfte zu geben über die Ausstellung, Auskünfte zu geben, was es sonst noch für Aktionen und Aktivitäten in dieser Stadt hier gibt. Ja, schönen guten Tag, liebe Gäste, Frau Hillmann, Herr Isaksson. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an meiner Idee, an meinem Projekt. Danken möchte ich auch den Menschen, die mir geholfen haben. Das ist zum einen die Stadt Leipzig, der Herr Oehmer vom Management hier, aber auch andere Menschen, die mich hierher gebracht haben und gesagt haben, lass uns hier die Ausstellung machen. Und natürlich war es jetzt für mich einfach auch ziemlich anstrengend jetzt in den letzten Wochen. Ich bin viel rumgereist. Ich war auch unter anderem in Israel, habe 2 ehemalige Leipziger besucht, deren Porträts ich machen durfte. Ich war in England gewesen, habe dort 2 Menschen besucht, die können leider jetzt nicht hier sein. In Israel bin ich Frau Skolnik begegnet. Frau Skolnik ist 104,5 Jahre alt und hat mich sehr beeindruckt. Und ich muss sagen, generell,
hier sein zu dürfen, ist ein wunderschöner Bahnhof, ist wunderbar. Und natürlich die Ereignisse, die jetzt stattgefunden haben mit den Schmierereien an den Bildern und so, das betrifft mich, das macht mich traurig, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir gemeinsam nach wie vor Haltung bewahren und uns dagegen stemmen und zu sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen kein, sowas wollen wir hier nicht haben. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt und bedanke mich sehr und wünsche uns allen alles Gute. Vielen Dank.